Das Schlimmste ist, nicht gerettet zu sein, aber das Zweitschlimmste ist, gerettet zu sein und es nicht zu genießen. Habt ihr mich gehört? Gott möchte nicht, dass wir unser weltliches Elend einfach gegen ein christliches Elend eintauschen. Dieser Vortrag heißt Kämpf dich durch. Und damit meine ich, sich dem Widerstand zu stellen, den man erlebt. Wer keinerlei Druck ausgesetzt ist, muss sich auch durch nichts hindurchkämpfen. Es gibt eine Menge Dinge, durch die wir uns hindurchkämpfen müssen, wenn wir wirklich in den Genuss des Lebens kommen möchten, das Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat. Ich könnte 100 verschiedene Punkte ansprechen, wenn ich nur lange genug hier stehen würde, aber wir haben nur begrenzt Zeit. Also habe ich einige Punkte herausgegriffen, mit denen viele von uns regelmäßig zu kämpfen haben. Heute möchte ich darüber sprechen, sich durch Schuld und Schamgefühle hindurchzukämpfen, sich durch Schuld und Schamgefühle hindurchzukämpfen und zu lernen, wie man mit einem reinen statt mit einem schuldbehafteten Gewissen lebt. Zu lernen, sich nicht ständig und übermäßig und krankhaft seiner ganzen Mängel und Fehler und Schwächen bewusst zu sein, sondern auch seine Erfolge, Fortschritte und das persönliche Wachstum feiern zu können. Wisst ihr, dass jeder in seinem Leben mit Gott an einem anderen Punkt steht? Wir befinden uns alle an einer anderen Stelle unserer Reise. Einige von euch haben noch eine weitere Strecke vor sich als andere, weil ihr noch nicht so lange dabei seid. Doch die gute Nachricht ist, solange ihr auf dem Weg seid, ist die Sache für Gott in Ordnung. Weil wir bei seiner Rückkehr alle in einem Moment in Jesu Bild verändert und vollständig umgestaltet werden. In Hebräer Kapitel 6, Vers 1 steht: Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir müssen nicht jede Woche gesagt bekommen, dass Gott gut zu uns ist. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und die toten Werke hinter uns lassen. Genau darum geht es heute. Er sagte, wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und die toten Werke hinter uns lassen. Wisst ihr, was tote Werke sind? Schuldgefühle. Wisst ihr, was Schuldgefühle sind? Sie sind unser Bemühen, für unser falsches Verhalten zu büßen. Aber wenn die Schuld doch weggenommen ist, wie könnt ihr da noch schuldig sein? Einigen von euch ist das zu viel Freiheit. Natürlich sage ich auch nicht, dass wir uns über unser schlechtes Verhalten freuen sollen. In der Bibel steht schon, dass uns Sünde leid tun soll, dass wir sie bedauern und über sie weinen sollen. Die Nacht ist noch voll von Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Ihr müsst euer schlechtes Verhalten in Angriff nehmen, aber dann lasst los, was hinter euch liegt, geht auf das zu, was vor euch liegt, arbeitet auf das Ziel hin. Ich hoffe, dass irgendjemand in diesem Saal mich versteht. Loslassen ist nicht einfach. Wir können richtig abhängig werden von unseren Schuldgefühlen. Ich sage oft, und das ist wirklich wahr, dass ich mich früher nicht gut fühlte, wenn ich mich nicht schlecht fühlte. Es kann sich fast so etwas wie ein religiöser Dämon in unserem Kopf festsetzen, der uns weismachen will, dass wir uns immer so richtig unwohl in unserer Haut fühlen müssen. Ich armseliger Wurm. Wie würde es euch gefallen, wenn sich eure Kinder so benehmen würden? Würde euch das gefallen? Ein Thema, das ich schon seit langem immer mal wieder aufgreife, hat mit Mephibosheth zu tun. David wollte jemandem etwas Gutes tun, der noch vom Königshaus Sauls und Jonathans übrig geblieben war. Er fand einen verkrüppelten Sohn Jonathans, der in einem dreckigen Loch lebte. Er war der Enkel des ehemaligen Königs und er hätte jederzeit zum Palast kommen können, weil David und Jonathan einen Bund miteinander geschlossen hatten.
Er hätte sagen können, hier, ich bin Jonathans Sohn, ich habe Anrechte. Aber nein, da er verkrüppelt war, was ein Sinnbild dafür ist, dass er Probleme und Schwächen hatte, blieb er in so einem dreckigen Ort namens Lodabar leben. Hört sich ja wie No oder Nein Dabar an. Wer möchte denn da schon leben? Ich möchte lieber in Yadabar leben oder so. Wer von euch möchte lieber in Yadabar leben als in No Dabar? Dann geht die Geschichte weiter. David sagte, ich will dir Gutes tun und mich um dich kümmern. Und den Rest seines Lebens speiste Mephibosheth an der Tafel des Königs, obwohl seine beiden Füße verkrüppelt waren. Ihr könnt an der Tafel des Königs speisen, obwohl noch nicht alles in eurem Leben in Ordnung ist. Ihr könnt an der Tafel des Königs speisen, aber ihr müsst bereit sein, euren Platz auch tatsächlich einzunehmen. Wir haben einmal zu Hause Thanksgiving gefeiert, als ich gerade mehrere Vorträge zu diesem Thema hielt. Und da ist meinen Kindern eine Idee gekommen. Dies ist zwar kein perfektes Beispiel, ich erzähle es trotzdem. Christus hat einen hohen Preis bezahlt, um uns dieses wunderbare Leben zu ermöglichen. Ich hatte für das Thanksgiving-Mahl schwer geschuftet und das ganze Essen gemacht, sowie den Tisch gedeckt. Alles sah perfekt aus, die anderen saßen vor dem Fernseher. Ich rief, okay, Essen kommen. Es ist alles fertig. Und sie kamen, krochen auf allen Vieren unter den Tisch und sagten, oh Mutter, wir sind so unwürdig, dieses Mahl zu nehmen. Oh, du allerwunderbarste, allerheiligste Mutter, wären wir doch nur besser. Wir können uns nicht aufrichten und dieses Mahl essen, weil wir nicht würdig sind, das Mahl zu uns zu nehmen, das du bereitet hast. Wir haben uns diese Woche so schlecht benommen. Wir haben unsere Zimmer nicht aufgeräumt. Wir haben den Müll nicht geleert. Wir haben zu viel Fernsehen geguckt. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Mutter, wir sind so unwürdig. Obwohl ich wusste, dass sie nur ihren Spaß mit mir trieben, fand ich es trotzdem peinlich und sagte, nun kommt schon unter dem Tisch hervor. Setzt euch hier oben hin und esst, was ich euch gekocht habe. Einigen von euch möchte Gott heute das Gleiche sagen. Kommt da unter dem Tisch hervor. Hört auf, im Schmutz herumzukriechen und euch so zu benehmen, als hättet ihr überhaupt nichts verdient. Ich habe da eine andere Haltung. Gott, wenn du irgendwas zu verteilen hast, hu, hier bin ich. Ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, aber wenn du es so oder so umsonst verteilst. Wir müssen diese toten Werke ablegen, aber ich habe nun mal Schuldgefühle. Da haben wir es wieder. Aber ich fühle, es ist Zeit, neue Anfänge zu setzen. Darum geht es bei dieser Konferenz. Es geht um neue Anfänge, um eine neue Sichtweise, eine neue Denkweise, eine neue Lebensweise. Ich habe zwar kein allgemeingültiges Rezept, durch das ihr alle schlechten Gefühle sofort loswerdet. Aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr aufhört, ihnen nachzugeben und sie zu nähren, werden sie mit der Zeit immer schwächer. Bis dahin müsst ihr lernen, eure Gedanken zu unterscheiden, wobei euch die Bibel behilflich sein kann. In Hebräer 4 steht, dass Gottes Wort wie ein Schwert durch unsere Gedanken dringt, damit wir lernen, was von Gott kommt und was vom Teufel ist und was von uns selbst kommt. Ich sehe in die Bibel und da heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, if we freely admit that we have sinned, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Von allem, was nicht im Einklang mit seinem Willen, seinen Gedanken und Taten ist. Davor in Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und in Vers 10 heißt es, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner. Wir sündigen also, wir machen Fehler. Deshalb brauchen wir Jesus. Könnte ich selbst alles zustande bringen, ohne Fehler zu machen, bräuchte ich keinen Retter. Er tritt kontinuierlich bei Gott für uns ein, vermutlich, weil wir darauf angewiesen sind. Sonst würde er es nur ab und zu mal tun. Mir macht es hier Spaß, ob es euch nun Spaß bringt oder nicht. Also, die Frage bleibt, glaube ich meinen Schuldgefühlen oder glaube ich dem, was die Bibel sagt?
In Offenbarung 12, Verse 10 und 11 ist vom Ankläger unserer Brüder die Rede. Damit ist Satan gemeint, der Ankläger derer, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Und teilweise habe ich immer noch damit zu kämpfen, weil das früher so eine ausgeprägte Schwäche von mir war. Ich hatte so ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil mein Vater mich sexuell missbraucht hatte. Das erzeugte Schuldgefühle in mir. Nie konnte ich meinen Vater zufriedenstellen, ganz gleich, wie sehr ich mich anstrengte. Und diese Erfahrung übertrug sich auf meine Gottesbeziehung. Ich war von dem Gedanken getrieben, ich muss alles richtig machen. Ich machte mir Sorgen, wenn ich die Bibel nicht jedes Jahr einmal durchlese, wenn ich dies und das nicht tue, wenn ich so und so nicht bin. Ständig verglich ich mich mit anderen und dachte, dass ich alles so machen musste wie sie. Bevor Jesus mich rettete, war ich ein Wrack. Und nachdem Jesus mich rettete, war ich ein gerettetes Wrack. Das Schlimmste ist, nicht gerettet zu sein. Aber das Zweitschlimmste ist, gerettet zu sein und es nicht zu genießen. Habt ihr mich gehört? Gott möchte nicht, dass wir unser weltliches Elend einfach gegen ein christliches Elend eintauschen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr euer Leben genießen könnt und es reichlich habt, bis zum Überfluss. Wie kann man sein Leben genießen, wenn man sich selbst noch nicht einmal leiden kann? Einige von euch müssen Frieden mit sich selbst schließen. Und das könnt nur ihr tun. Gott hat euch geschaffen und ihr solltet seine Schöpfung lieben. Das heißt nicht, dass es nichts an euch auszusetzen gibt. Wir alle haben Makel. Aber ihr müsst lernen, das, was ihr seid, von dem zu trennen, was ihr tut. Diese Prinzipien, die ich in der Bibel entdeckt habe, haben mich befreit. Ansonsten hätte mich der ganze Stress, der ganze religiöse Stress schon vor Jahren umgebracht, weil ich Gott liebte und ihm deshalb gefallen wollte und mich so abmühte, alles richtig zu machen. Den Karren aber immer wieder in den Sand setzte. Ich konnte im Bett liegen und große Pläne schmieden, wie mein heiliges Leben aussehen würde, aber sobald ich meine Füße auf den Boden setzte, war es vorbei mit den Plänen. Jeder klitzekleine Fehler, den ich machte, war mir schmerzlich bewusst. Wisst ihr was? Wahrscheinlich habe ich heute Morgen bereits einige Dinge falsch gemacht, aber zum Glück weiß ich nichts davon. Ich bin mir keiner Fehler bewusst. Wenn sie mir bewusst wären, würde ich Gott sofort um Vergebung bitten, die Vergebung annehmen und mit dem Tag weitermachen. Gewöhnlich füge ich dann noch hinzu, Gott, vergib mir auch all die Dinge, die mir nicht bewusst sind. Gott kennt euer Herz und wenn ihr das Richtige tun wollt und euch weiter durchkämpft und euer Möglichstes tut, um innerlich zu wachsen, dann sieht Gott euer Herz. Er wird euch helfen, weiterzukommen und eure Ziele zu erreichen. Aber solange ihr die Schuldgefühle, die Beschämung und Selbstvorwürfe nicht abstellt, schwächen sie euch und hindern euch daran, irgendwelche Fortschritte zu machen. Wir besiegen den Ankläger, indem wir uns bewusst machen, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Durch Jesu Tod hat der Ankläger seine Stellung verloren. Also wenn er euch weismachen will, was ihr alles nicht seid, müsst ihr sagen, ich gehe dich überhaupt nichts an, ich gehöre einem anderen. Er hat mich mit seinem eigenen Blut von deinem bösen Plan freigekauft. Ich gehöre dir nicht mehr, ich gehe dich nichts an. Es ist nicht die Aufgabe des Teufels, euch zu sagen, was mit euch nicht stimmt. Der Heilige Geist will euch korrigieren, aber der Teufel will euch nur an den Pranger stellen. Er klagt an. Gott korrigiert uns. Er hilft uns auf. Er sagt, du kannst das. Er verändert uns Stück für Stück. Seine Liebe bringt uns innere Heilung. Wie überwindet man den Ankläger? Durch das Blut des Lammes und dadurch, dass wir an der Botschaft Gottes festhalten. Im Hebräerbrief wird der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel schloss,
dem neuen Bund gegenübergestellt, den Gott mit allen Gläubigen geschlossen hat. Der neue Bund ist dem alten bei weitem überlegen. Unter dem alten Bund bekamen die Menschen Gesetze, Regeln und Verordnungen, an die sie sich halten mussten, obwohl Gott wusste, dass sie dazu nicht in der Lage sein würden. Warum also hat Gott sie ihnen gegeben, um den Leuten bewusst zu machen, dass sie einen Retter brauchen? Manchmal lässt Gott einen ziemlich lange selbst herumtüfteln, bis man endlich sagt, Gott, ich schaff das nicht. Wirklich? Was für eine Überraschung. Gott, ich habe mich so bemüht, wenn du mir doch nur zeigen könntest, was ich machen soll. Was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie sehr Gott sich darüber freut, wenn ihr seinem Wort mehr Glauben schenkt als euren Gefühlen? Wie lange wollt ihr eure Gefühle noch euren Gott sein lassen? Wollt ihr euch wirklich weiterhin euren Gefühlen beugen oder wollt ihr sagen, es ist nicht so wichtig, wie ich mich fühle? Gefühle kommen und gehen. Sie kommen, wenn man sie nicht will, und gehen, wenn man sie gerne hätte. Man weiß nie, wie sie sich von einem Tag auf den anderen entwickeln. Nur weil ihr Schuldgefühle habt, heißt das nicht, dass ihr Schuld habt. Nur weil ihr euch gut fühlt, heißt das nicht, dass alles gut ist. Ich meine, es gibt viele Menschen, die total verdreht sind. Aber sie sehen nur die Fehler der anderen. Gegenüber den eigenen sind sie völlig blind. Selbstgefälligkeit bedeutet nicht, dass man auch Gott gefällt. Andererseits sind Schuldgefühle kein Hinweis darauf, dass ihr tatsächlich schuldig seid. Wenn ihr euch schuldig fühlt, obwohl ihr aufrichtig Buße für euer Fehlverhalten getan habt, dann sind eure Gefühle eine totale Lüge direkt aus der Hölle, weil sie nicht mit der Bibel übereinstimmen. Entweder machen wir das hier zum Maßstab unseres Lebens oder wir werden unglücklich bleiben. Na schön, Joyce, aber wie lange dauert es, bis ich mich nicht mehr so fühle? Eine Zeit lang, ich weiß es nicht genau. Eine Zeit lang, bei einigen länger als bei anderen. Macht euch keine Sorgen darüber, wie lange dauert es und wie schwer wird es sein. Nicht schwerer als das, was ihr momentan erlebt. Wenn wir anfangen, das Richtige zu tun, machen wir zumindest Fortschritte. Liebevoll, Stück für Stück befreit Gott uns von unseren Feinden. Lasst euch nicht von der Wegstrecke beunruhigen, die ihr noch vor euch habt. Freut euch lieber darüber, wie weit ihr schon gekommen seid. Mann, ich bin schon so weit gekommen. Preis den Herrn. Die Bibel lehrt uns, dass Gottes Wort das Schwert des Geistes ist. Das hier ist also unsere Waffe gegen den Teufel. Heute Morgen habe ich überlegt, jemanden loszuschicken, um mir ein Schwert zu kaufen, aber um 7 Uhr morgens ist das vielleicht etwas viel verlangt. Also beschloss ich, dass ihr von eurer Vorstellungskraft Gebrauch machen könnt, um diese Bibel hier so zu sehen, wie Satan sie sieht. Als doppelt geschliffenes Schwert. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist zertrennt. In Epheser 6, in dem Kapitel über die geistliche Waffenrüstung, ist davon die Rede, das Schwert des Geistes zu schwingen. Wenn der Teufel sagt, du bist nicht, kann man ihm sagen, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Manchmal kommen uns solche Gedanken bei ganz alltäglichen Situationen, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem Mittag esse, ich bin nicht, ich bin nicht. Mir nichts, dir nichts mit dem Teufel übereinstimmen, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Aber wer geistlich reif ist, sagt, ich sage dir, wer ich bin. Du musst deine Zeit nicht mehr damit verschwenden, mir weismachen zu wollen, was ich nicht bin, denn ich weiß, was ich rein menschlich gesehen nicht bin, aber ich weiß, was ich geistlich gesehen bin. Ich weiß, was ich rein menschlich gesehen nicht bin, aber ich weiß, was ich geistlich gesehen bin. Und zwar folgendes, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin jemand, dem vergeben worden ist, jemand, der von Gott gesegnet ist. Ich bin ein Kind Gottes. Mir ist vergeben. Habe ich recht? Ich bin ein Miterbe Christi.
Ich erhalte das Gute nicht deshalb, weil ich es verdient habe. Ich bekomme Gutes, weil Christus es verdient hat. Als König David fragte, gibt es jemanden, dem ich um Jonathans Willen etwas Gutes tun kann? Da fragte er nicht, ist vom Hause Sauls noch jemand übrig geblieben, dem ich etwas Gutes tun kann, weil er es verdient hat. Er fragte, gibt es jemanden, dem ich um Jonathans Willen etwas Gutes tun kann? Er hatte einen Bund mit Jonathan geschlossen. Die Geschichte ist in 2. Samuel 9 zu finden, falls ihr sie noch nicht gelesen habt. Und ich glaube, dass Gott jeden Tag Ausschau hält und fragt, gibt es jemanden, dem ich um Jesu Willen etwas Gutes tun kann? Wenn ihr meinen Kindern etwas Gutes tut, tut mir das auch gut. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Jesus braucht nichts. Gott kann ihm also nichts Gutes tun, außer dass er seinen Kindern etwas Gutes tut. Denen, für die Jesus gestorben ist, für die er gelitten hat, für die er sein Blut vergossen hat. Im Blut ist Leben. Ihr solltet mal ein gutes Buch über das Blut Jesu lesen. Ihr solltet mal ein gutes Buch über den Namen Jesu lesen. Wir haben es wahrscheinlich nicht hier, aber vor Jahren habe ich ein gutes Buch geschrieben, das übersetzt heißt das Wort, der Name, das Blut. Ihr müsst verstehen, dass die Bibel nicht einfach ein normales Buch ist. Warum wollen Tausende von Menschen in einem Saal zusammenkommen, um sich von einer schreienden Frau ausschimpfen zu lassen? Warum wollt ihr das tun? Dazu muss man doch verrückt sein. Aber es liegt daran, dass ich mir das, was ich sage, nicht aus den Fingern sauge. Was ich sage, ist voller Leben und Kraft und kann dich verändern. Es kann dich verändern. Wir gewinnen die Oberhand über den Ankläger, indem wir an den biblischen Prinzipien festhalten und uns bewusst machen, was das Blut Jesu bedeutet. Wir müssen die Kraft kennen, die im Blut liegt. Als die Israeliten vor der Zerstörung bewahrt wurden, die Ägypten heimsuchte, wurden sie angewiesen, das Blut von Lämmern an die Türpfosten ihrer Häuser zu streichen. Und jeder, der sich unter dem Schutz des Blutes befand, wurde gerettet, weil der Todesengel in diesem Fall vorüberzog. Zum Glück müssen wir keinen Eimer holen, ein Tier schlachten, den Eimer mit Blut füllen und dann mit einem Pinsel unser Haus bestreichen. Gott sei Dank können wir das Blut durch den Glauben anwenden. Durch den Glauben. Herr, vergib mir durch das Blut Jesu. Reinige mein Gewissen durch das Blut Jesu. Im Hebräerbrief steht, dass die Priester unter dem alten Bund ständig Opfer darbringen mussten für die Schuld des Volkes und ihre eigene Schuld, diese Opfer jedoch nie wirklich das Gewissen gereinigt haben. Das war ein endloser Kreislauf. Wir leben nicht mehr unter dem alten Bund. Ich will euch vorlesen, was da über Jesus steht. Ihr habt richtig Begeisterung in mir geweckt. Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, es dieses Wochenende ruhiger anzugehen. Wenn ich mich zu sehr ereifere, bin ich nach dem Wochenende immer so geschafft. Ich versuche ja, ruhig zu bleiben, aber es bringt nichts. Hebräer 9, Verse 12 bis 15. Davor in Vers 9 wird das beschrieben, was ich gerade erklärt habe, dass die Opfer der Priester das Gewissen der Menschen, für die sie die Opfer darbrachten, letztlich nicht von Schuld befreien konnten. Wenn ihr Gott nichts weiter zu bieten habt als eure Schuldgefühle, bleibt ihr euer ganzes Leben lang in diesem Kreislauf stecken. Vers 12. Ein einziges Mal brachte er, Christus, Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Wenn dieses Blut dargebracht wird, wie viel mehr wird es das Gewissen von Schuld befreien? Wenn Schuld auf euch lastet,
und der Teufel euch weismachen will, was ihr nicht seid, dann bittet Gott um Vergebung. Stimmt mit Gott überein. Dankt ihm, dass er Korrektur bringt. Sagt dem Teufel, ich gehe dich nichts an. Mit mir zu reden ist Zeitverschwendung. Jedes Mal, wenn du mir sagst, was ich nicht bin, sage ich dir, wer ich bin. Und ich bin der, der ich bin, weil das Blut Jesu Christi mich reingewaschen hat. Ist das nicht herrlich? Herrlich, herrlich, herrlich. Halleluja. Sind Sie bereit, über Ihre Schuld- und Schamgefühle hinwegzukommen? Wenn ja, dann müssen Sie anfangen, das zu glauben, was Gott über Sie in der Bibel sagt, und aufhören, auf Ihre Gefühle zu hören. Sie dürfen wissen, wer Sie in Christus sind. Sie dürfen wissen, dass Gott Ihnen gern vergibt, dass er Sie liebt, und zwar bedingungslos. Schuldgefühle sind destruktiv, sie verurteilen uns nur. Gott weist uns zwar auf Fehler hin, aber nicht, um uns nach unten zu drücken und schlechte Gefühle hervorzurufen, sondern um uns über das Problem hinwegzuhelfen. Ich würde mich freuen, wenn Sie es einplanen, an einer meiner Konferenzen teilzunehmen. Sie sagen vielleicht, Joyce, warum sollte ich das tun, wenn ich dich doch täglich im Fernsehen erleben kann? Wissen Sie, meine Sendungen sind eigentlich nur ein Appetithappen. Doch Teil der Konferenz zu sein, macht erst richtig satt. Joyce Meyer kommt nach Paris und Rotterdam. Inspirierender Lobpreis und lebensverändernde Vorträge. Einfach gewaltig. Das muss man einfach erleben. Das trifft genau ins Herz. Am 8. Mai in Paris auf Englisch, Französisch und Arabisch. Und am 9. Mai in Rotterdam auf Englisch und Niederländisch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dabei sind. Tickets und weitere Informationen jetzt auf joycemeyer.fr und joyce-meyer.nl. Dieser ansehnliche kleine Mann hier heißt David und ist 12 Tage alt. Er wurde 2 Monate zu früh geboren und wiegt 1,6 Kilo. Gäbe es dieses wunderbare Heim hier in Uganda, Afrika, nicht, das sich um verwaiste und ausgesetzte Kinder kümmert, hätte David nicht überlebt. Durch die wertvolle Arbeit der Menschen hier und unsere Partnerschaft mit ihnen bekommen viele Kinder die Chance auf ein neues Leben. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott segne Sie. Fühlen Sie sich geschlagen durch Enttäuschung und Kränkung? Und jetzt werden Sie den Schmerz nicht mehr los? Wollen Sie die Verletzung festhalten oder loslassen? Versöhnen Sie sich mit Ihrer Vergangenheit. Dazu gibt es jetzt eine DVD von Joyce Meyer. Vergeben und befreit leben. Bestellen Sie diese DVD jetzt im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.